Widder und Löwe, Kompatibilität, Liebe und Beziehung. Wie Sie vielleicht erraten haben, hat jedes Sternzeichen viele mögliche Kombinationen von Paaren. Heute werden wir über die anstellige und interessante Vereinigung von Widder und Löwe sprechen. Wie meinen Sie, Widder und Löwe passen zusammen? Ist die Kompatibilität dieser verschiedenen Sternzeichen hoch? Wie werden die Liebe und Beziehung von Widder und Löwe sein? Können Sie sich gut verstehen? Und vergessen Sie bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren. In der Zukunft wartet auf Sie viel neue und interessante Informationen. Widder und Löwe in Liebe und Beziehung. Widder und Löwe haben eine hohe Kompatibilität in der Liebe, in Beziehung und sogar im Geschäft. Sie sind eine großartige Ergänzung zueinander. Es ist wichtig, dass beide die Aufmerksamkeit und Bewunderung des Auserwerteten spüren. Für einen Löwen ist dies ein lebenswichtiges Bedürfnis, so dass sich ein mehr zurückhaltender Widder ein wenig bemühen muss, um sicherzustellen, dass sich die andere Hälfte nicht ausgeschlossen fühlt. Zum Thema Beziehungen zwischen verschiedenen Tierkreiszeichen in der Ehe möchte ich anmerken, dass die Familie von Widder und Löwe glücklich und stark sein kann. Nur wenn die Ehepartner einander Zuständnisse machen und auf die Wünsche der zweiten Hälfte hören. Gleichzeitig muss der Familienführer seine Liebe und seinen Respekt für seinen Geliebten immer demonstrieren. Im Bett ist Kompatibilität Widder und Löwe unvergleichbar hoch. Sie sind perfekte Liebhaber füreinander. Sie sind leidenschaftlich, offen und mutig. Sie sind halb gedreht und versuchen ständig neue Dinge und Experimente. Auf Wunsch können Widder und der Löwe ein gemeinsames Geschäft schaffen und mit unglaublicher Aufregung, Fleiß und Ausdauer zusammen seine Entwicklung verfolgen. In diesem Paar wird die gemeinsame Arbeit nur der Beziehung zugutekommen. Widder Mann und Löwe Frau. Der Widder Mann und Löwe Frau sind eine unglaubliche Kombination zweier Sternzeichen. Sie werden von den ersten Minuten der Bekanntschaft angezogen. Leidenschaft kann sie fast sofort nach dem Treffen verschlingen. Im Laufe der Zeit werden diese Gefühle noch stärker und tiefer und verwandeln sich in wahre Liebe. Alles wäre einfach perfekt, wenn der Widdermann und die Löwefrau ständig keine Eifersuchtsszenen füreinander arrangieren würden. In solchem Paar ist es für beide Partner wichtig, sicher zu sein, dass sein Seelenverwandter nur ihm und niemand anderem gehört. Eine Löwefrau zieht oft die Aufmerksamkeit anderer Männer auf sich, weil sie immer wie eine echte Königin aussieht. Das erfreut den Widdermann, macht ihn aber gleichzeitig eifersüchtig auf sie. Deshalb ist es wichtig, dass die Löwefrau im Umgang mit anderen Männern äußerst kalt und sanftmütig ist. Dann wird es weniger Grund für Streitigkeiten geben. Die Kompatibilität der Löwefrau und des Widdermanns beträgt 89%, sodass die Chancen auf ein langes und glückliches Leben sehr hoch sind. In der Beziehung des Widdermanns und der Löwefrau kann es Meinungsverschiedenheiten über den Hintergrund des Alltags geben. Solche aufgeweckten und interessanten Persönlichkeiten haben einfach keine Lust auf Hauswirtschaft. All dieses Putzen, Kochen interessiert sie nicht. Daran führt leider kein Weg vorbei. Im Idealfall einigt man sich einfach darauf, wer für welche Hausarbeit zuständig ist. Diese Bereitschaft, einander anzuhören und zuzuhören, ist der Schlüssel zu ihrem langen Familienglück. Widder Frau und Löwe Mann. Astrologie sagt, dass die Kompatibilität eines Löwemanns und einer Widderfrau sogar noch höher ist und beträgt ungefähr 91%. In dieser Beziehung laufen zwei Hälften eines Ganzen zusammen. Sie sind immer lustig und interessant zusammen. Ihre Beziehung ist voller Liebe, Leidenschaft und ungezügelter Energie. Das Problem der Eifersucht ist zwar überhaupt nicht vorhanden. Sowohl der Löwe als auch der Widder sind vor Natur die echten Besitzer. Sogar einige Komplimente von einem anderen Mann können bei einem Widdermann eine Welle der Eifersucht auslösen. Das gleiche gilt für die Löwefrau. Gott bewahre, dass sie sieht, wie eine Dame in ihren Mann in die Augen starrt und er sie anlächelt.
Mit der Zeit vertrauen sich der Wiedermann und die Löwefrau mehr und machen schon aus einer Fliege keinen Elefanten. In Wiederfrau- und Löwemann-Beziehung sind immer Spannungen zu spüren. In Wiederfrau- und Löwemann-Beziehung sind immer Spannungen zu spüren, die durch den Kampf der Ehepartner um die Führung in der Beziehung verursacht werden. Es ist unwahrscheinlich, dass jemand jemandem als Familienkopf weichen wird. Daher ist es am wichtigsten, einfach sowohl die Pflichten als auch die Privilegien des Familienführers zu teilen. Wiederfrau und Löwemann ergänzen sich perfekt und wirken sich sogar auf die Entwicklung der beruflichen Tätigkeit positiv aus. Sie verbessern und entwickeln sich ständig weiter. Verstehen sich Wieder und Löwe? Wieder und Löwe sind unglaublich starke und aufgeweckte Persönlichkeiten. Außerdem sind sie zwei feurige Sternzeichen. Das ist ihre Stärke. Sie haben viele Gemeinsamkeiten. Daher ist es für sie ziemlich einfach, eine gemeinsame Sprache zu finden und gegenseitiges Verständnis zu erreichen. Natürlich hat Wieder eine stärkere Energie. Er ist noch geradliniger und temperamentvoller, aber das stört die Wieder- und Löwe-Beziehung nicht. Um ihre Beziehung zu verstärken, können Sie diese Ratschläge folgen. Es ist wichtig zu lernen, auf die Meinung eines Freundes zu hören, obwohl es sehr schwierig ist. Sie sollten ständig nach Kompromissen in allen kontroversen Fragen suchen, nicht die Decke auf sich ziehen. Der Funke von Wieder und Löwe sollte nicht erlöschen. Sie müssen immer interessant und begehrenswert füreinander bleiben. Es ist wichtig, einander keine Gründe für Eifersucht zu geben, die Liebe zerstören können.